Was ich schon ganz klar sagen kann, ist, das ist nichts Neues. Also gerade, und das hatte ich vielleicht eingangs auch schon mal gesagt in meinen Worten, gerade bei deutschen Unternehmen hat es eine lange Tradition, dass man sich wertebasiert verhält, dass man Unternehmensverantwortung übernimmt. Sehr häufig regional, sehr häufig vor der Haustür, aber durchaus auch bei den großen Unternehmen mit einem etwas größeren Scope. Also insofern, das ist nichts ganz Neues. Was vielleicht schon neu ist, ist, dass es sehr viel strategischer angegangen wird. Und da würde ich Ihnen gerne ein paar Impulse und Beispiele mitgeben, was das eigentlich heißt, wenn man Unternehmensverantwortung auch strategisch macht. Am Anfang möchte ich aber eine Sache sehr, sehr klar sagen. Ein Unternehmen ist kein Altruist. Und das unterscheidet uns eben auch von Philanthropie. Also ich kann als Privatperson mich altruistisch verhalten. Auch da Fußnote, sehr häufig gibt es auch dort Eigeninteressen, aber da kann ich durchaus versuchen, nur etwas für die Gesellschaft zu tun, nur für andere Menschen zu tun. Ein Unternehmen ist auch dafür da, Unternehmenserfolg zu haben. Und insbesondere, wenn wir auch noch eine Eigentümerstruktur haben, wo eben andere auch darauf gucken, okay, was bekomme ich denn raus? Also insofern, wenn ein Unternehmen sich engagiert, muss es auch Eigenvorteile mit sich bringen für das Unternehmen. Und das fassen wir immer wieder so ein bisschen zusammen, dass eigentlich zwei Zielkorridore gleichzeitig bedient werden können und sollen. Das eine ist, dass man ein Social Case hat, das ist da, wo man eine gesellschaftliche Wirkung hat. Das andere ist, dass man ein Business Case hat, dass man also wirklich auch etwas im ureigenen Interesse des Unternehmens erreichen kann. Also das an den Anfang gestellt, weil es sehr, sehr wichtig ist und weil es sehr häufig nicht so explizit gesagt wird. Es ist so, als ob man, wenn man sich gesellschaftlich engagiert, nicht Eigeninteressen verfolgen dürfte. Und wir plädieren sehr dafür, das sehr offensiv und sehr klar und transparent auch zu machen, weil nur wenn man das hat, wenn man auch beide Ziele klar hat, dann kann man auch auf diese Ziele hinarbeiten. Also deswegen ein Social Case und ein Business Case, beides wollen wir mit Corporate Citizenship erreichen. Etwas definitorisch würde ich noch einmal reingehen, wie sich das ganze Thema Corporate Citizenship einsortiert in das gesamte Thema von Corporate Responsibility, von CSR. Das wird sehr häufig synonym genutzt, aber das ist es nicht. Also CSR ist im Prinzip die gesamte Bandbreite, die vor allen Dingen drei Komponenten hat. Das eine ist das ganze Thema soziale Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und auch die ökologische Verantwortung. Das zweite ist durchaus auch der ökonomische Erfolg. Und dann kommt Corporate Citizenship als Baustein hinzu, wo es eben darum geht, sich als gesellschaftlicher Player zu engagieren. Und das hat mehrere Unterkategorien. Also sehr häufig denkt man beim Thema Corporate Citizenship erst einmal an Unternehmensspenden, an Corporate Giving. Ja, das ist Bestandteil davon. Es geht aber auch um Mitarbeitenden-Engagement, Corporate Volunteering, das ist ein wichtiger Teil in dem Ganzen. Da werde ich auch hinterher nochmal einen Deep Dive machen an der Stelle. Aber wir haben auch noch andere Sachen, wo es dann eher auch in Mischformen geht, also wo man sagt, okay, man hat möglicherweise auch eigene operative Projekte, wo man die eigene Kernkompetenz mit reinbringt, wo es vielleicht aus dem Kerngeschäft heraus sich direkt ableitet. Also das einmal so ganz kleines bisschen einsortiert in das ganze Thema Unternehmensverantwortung, Corporate Citizenship als Bestandteil von Corporate Responsibility. Und da vielleicht auch nur einen warnenden Hinweis, weil auch das kennt man an einigen Stellen, dass Unternehmen sich im Kerngeschäft nicht sonderlich wertebasiert verhalten und dann aber eine Unternehmensspende machen und sich damit dann auch so ein bisschen freikaufen wollen. Das funktioniert gar nicht mehr. Das hat vielleicht früher funktioniert, das funktioniert gar nicht, weil es einfach wirklich kontraproduktiv ist sogar, wenn man dann etwas tut, weil es nämlich sofort als Whitewashing identifiziert wird, weil wir natürlich sehr viel mehr Transparenz haben, weil die Mitarbeitenden solche Sachen auch spüren und dann auch sagen, okay, das wollen wir nicht, und auch andere Stakeholdergruppen da sehr aggressiv mittlerweile darauf reagieren. Also insofern, um es etwas anders zu sagen, man darf erst als guter Corporate Citizen auftreten, wenn man im Kerngeschäft auch seine Arbeit sauber und wertebasiert macht. Also, das so ein bisschen zur grundsätzlichen Einsortierung und nochmal ein bisschen auch in die Historie zurückgeblickt und wo wir heute eben stehen. Ich habe es schon mal gesagt, es wird immer strategischer. Also es gab die Zeiten, als wir beim Thema Unternehmensengagement wirklich ja eher klassische Unternehmensspende verstanden haben. Und das war so ein bisschen symbolhaft, vielleicht immer durch eine Zeit geprägt, ihr kennt das auch noch, wenn ein aufgeblasener Scheck irgendwie in die Kamera gehalten wurde und dann hat man das übergeben und dann war man froh, wenn es davon irgendwie dann einen Pressebericht gab. Das ist sehr oldschool und das ist eben nicht strategisch, das ist nicht nachhaltig, wenn man das macht. Spannend wird es eben dann, wenn man es wirklich in die Unternehmensstrategie verankert, und sehr häufig sieht man das auch bei Unternehmen im Organigramm.
Also früher, das ist jetzt wieder natürlich sehr holzschnittartig, früher war es so, dass für das ganze Thema Unternehmensengagement eine Person innerhalb der Kommunikationsabteilung verantwortlich war. Also ein Wurmfortsatz von PR. Dann kann man sich auch überlegen, aus welcher Richtung sowas dann getrieben wird. Was nicht heißt, dass man nicht auch als Ziel haben darf, damit Presseclippings zu haben. Aber das war quasi das Alleinige, was dahinter stand. Und heutzutage sehen wir sehr, sehr viele, gerade Großkonzerne, wo das ganze Thema wirklich vom C-Level heraus getrieben wird. Also wo wirklich auch sehr klar eine Mandatierung gibt aus der obersten Führungsebene. Und das sieht man dann häufig, dass auch Teams, die sich damit beschäftigen, ein Direct Report aus der strategischen Abteilung in den C-Level hinein hat. Und das ist schon ein Symbol dafür, dass es eben strategisch wird und dass man eben versucht, wirklich unternehmerisch etwas da zu bewegen. Und ich will mal ein paar Beispiele zeigen, was es eben heißt, wenn man sich dort auch mit dem Kerngeschäft engagiert. Also, was heißt das konkret? Es gibt eben nicht nur den Bereich, wo man nach außen etwas macht, sondern es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Ansätzen, wo ich aus dem Kerngeschäft heraus eine unternehmerische Verantwortung übernehme. Also, ich nehme mal das Beispiel von Shared Value. Sie sehen hier noch viele andere Geschichten in dieser Matrix zwischen Social Case und Business Case. Ich nehme mal Shared Value. Shared Value heißt, dass ich als Unternehmen, als ein klassisches For-Profit-Unternehmen, trotzdem Businesslinien, Produkte entwickle, die ein primäres Ziel haben, nämlich einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erreichen. Also die ersten, die das auch unter diesem Begriff von Shared Value gemacht haben, war Danone. Danone hat ein Produkt auf den Markt gebracht, um damit auch das Problem von Unterernährung und Mangelernährung in Entwicklungsländern anzugehen. Die haben das in Partnerschaft gemacht mit Grameen, dahinter steht Yunus, der Nobelpreisträger, und die haben ein Joint Venture gehabt, wo ein Produkt, ein Joghurt auf den Markt gebracht worden ist, der extrem kostengünstig produziert wurde, aber trotzdem eben auch nahrhaft war, und die Vertriebsstruktur war so, dass man damit gezielt halt auch in Slums in Bangladesch gegangen ist. So, warum ist das spannend? Das ist aus zwei Richtungen spannend. Das eine ist, man nutzt die Kernkompetenz, die man im Unternehmen hat. Man hat eine klare Zielsetzung, dass man wirklich ein gesellschaftliches Problem, nämlich Unter- und Mangelernährung in Entwicklungsländern angehen möchte. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass man damit auch mittel- und langfristig gesehen eine Kundenloyalität aufbaut. Weil wenn wir davon ausgehen, dass auch diese Länder sich weiterentwickeln und dass dort auch eben auswächst aus der Zeit, wo man vielleicht nicht unbedingt kaufkräftig ist, dann hat natürlich Danone in solchen Regionen sich einfach mal einen Riesenmarkt schon aufgebaut. Also insofern, hier nutzt man das Kerngeschäft und es ist nicht altruistisch, weil man verkauft es trotzdem nur extrem kostengünstig und man baut damit eigentlich einen Markt für die Zukunft auf. Und das ist eigentlich das, was sehr, sehr spannend ist, wenn wir an dieser Schnittstelle sind, kommend von der Diagnose eines gesellschaftlichen Problems, zu überlegen, was ist eigentlich das, was ich mit meiner Kernkompetenz beitragen kann, dann nachhaltig, und zwar auch im ökonomischen Sinne, nachhaltig eine Produktlinie aufbauen. Und damit habe ich, ich habe es eben gesagt, zwei Ziele genau erreicht. Ich habe einen Business Case und ich habe einen Social Case, den ich damit erreiche. Das ist das, was eben das Strategische ausmacht beim Thema Corporate Citizenship. Und das einfach nur mal als ein Beispiel in einer Palette von vielen Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann. Vielleicht zwei, drei Prinzipien. Was heißt es, wenn man das Ganze so macht? Das eine ist, dass man eben, wenn man strategisch wirkungsvoll an das Thema herangeht, dass man von einer eigenen Vision einhergehen muss. Warum betone ich das so sehr? Unternehmen brauchen zunehmend mehr, glaube ich, auch eine eigene Positionierung zu ihren Werten. Warum sind sie da? Welche Daseinsberechtigung haben sie? Dass es auch einen höheren Identifikationsgrad für die Mitarbeitenden gibt mit diesen Unternehmen. Also man möchte eine Vision für die Gesellschaft haben. Das Zweite ist, dass man wirklich partnerschaftlich denkt. Wir haben es auch eben gehört in dem Vortrag wiederum, demokratisch, partizipativ, das sind keine Buzzwords, sondern das ist wirklich was, was sowohl nach innen als auch nach außen wirklich wichtig ist, dass man sagt, okay, wo handle ich eigentlich meine Partnerschaften? Die können sein mit anderen Unternehmen, die können sein mit dem Public Sektor. Ich weiß, dass PPP nicht immer nur gut gelaufen ist, aber ich glaube trotzdem, dass da sehr viel Potenzial drin ist, wenn man eben auch mit der öffentlichen Hand kooperiert und natürlich auch mit dem gemeinnützigen Sektor sehr partnerschaftlich unterwegs ist. Und dass man eben wirkungsorientiert arbeitet. Was heißt das? Dass man eben auch an diese Themen, da vielleicht nochmal einen kleinen Einblick, sehr strategisch angeht. Das heißt, man hat eben auch hier einen Managementzyklus. Wenn ich also ein Projekt angehe im gemeinnützigen Bereich, im philanthropischen Bereich, im Corporate Citizenship Bereich, dass ich auch dort sehr genau überlege, was will ich erreichen? Dass ich dann auch immer wieder gucke, erreiche ich das? Also, dass ich evaluiere gleichzeitig. Weil nur dann kann ich eben auch sehen, was hat funktioniert?
Das kann ich auch dann wieder gut kommunizieren, aber B natürlich auch, was hat nicht funktioniert und was kann ich möglicherweise besser machen. Also das ist so ein klassischer Managementzyklus, den wir eben genauso auch im Bereich von gesellschaftlichem Engagement haben. Das ist auch hier, die Folien werden Sie alle hinterher bekommen, ein sehr volles Chart, das werde ich Ihnen jetzt nicht komplett vorlesen, aber vielleicht schauen Sie mal rein. Es ist eine dahinterstehende Logik, die sehr häufig hilfreich ist, die sogenannte IOI-Logik. Das heißt also, ich überlege, welchen Input kann ich bringen, also was sind meine Expertisen, was sind die Ressourcen, die ich reinstecke, dann aber auch zu gucken, okay, was erreiche ich damit, das heißt, welche Zielgruppen habe ich damit erreicht, wie viele Sachen habe ich verkauft, wie viele Personen habe ich damit vielleicht auch in ihren Lebensumständen unterstützt und dann sehe ich irgendwann, was ist eigentlich der Impact, den ich nicht erreicht habe, einmal auf einer individuellen Ebene fürs Unternehmen und für die Zielgruppen, als auch für die Gesellschaft. Ein Framework, was sich gerade aus dem Entwicklungskontext sehr stark abgeleitet hat, also die Weltbank war einer der ersten Player, die damit gearbeitet haben. Ich will jetzt einen Deep Dive machen. Ich hatte eben mal gesagt, unter der Säule von Corporate Citizenship verbergen sich viele verschiedene Ansätze, was man machen kann. In eins möchte ich mal explizit reingehen, weil da unglaublich viel Musik drin ist. Corporate Volunteering, Mitarbeiterengagement. Auch da sehen wir, dass es sich sehr schnell entwickelt, dieses Feld. Viele Unternehmen haben das schon immer mal gemacht, aber auch da war es häufig weniger strategisch, sondern es hatte sehr häufig eher, das ist legitim, aber eher ein Team-Event-Charakter. Also dann hat man gesagt, okay, so, jetzt gehen wir mal in den lokalen Kindergarten und helfen denen und dann wird halt dort angestrichen und der Zaun wird wieder repariert. Das macht Spaß, das hat aber teilweise auch wirklich skurrile Auswüchse gehabt, dass wir gemeinnützige Organisationen kennen, die sehr beliebt sind für solche Sachen als Ziel, weil eben dort Kinder sind etc., dass uns da Berichte kommen, dass halt immer wieder der gleiche Raum angestrichen wird, weil halt die Unternehmen irgendwo was anstreichen wollten. Das ist dann nicht sonderlich wirkungsorientiert. Da sieht man aber auch, dass es häufig keine Augenhöhe gibt, weil wenn nämlich ein großes Unternehmen kommt und sagt, wir wollen euch helfen, wir wollen unsere Mitarbeiter zu euch schicken, dann ist es ganz schwer, sowas auch abzulehnen, weil man natürlich hofft, dass möglicherweise daraus irgendwann nochmal mehr an Partnerschaft entsteht. Also insofern da auch wirklich sensibel sein, wenn Sie auf gemeinnützige Partner zugehen, einmal kurz zuhören, was brauchen die wirklich? Müssen die jetzt wirklich nochmal dieses Thema angestrichen haben oder wäre es vielleicht anderes, was man da machen könnte? So, also insofern auch hier das Thema Corporate Volunteering hat eine schöne Dynamik und darunter verbergen sich sehr, sehr viel mehr Sachen und vor allen Dingen auch Ziele, die auf unterschiedlichen Ebenen sind. Also vielleicht mal ganz kurz, was sind eigentlich die Zielgruppen, die man dabei hat? Also natürlich zum einen die Unternehmensziele, die sollte man auch nach vorne stellen an der Stelle. Das zweite ist die Mitarbeitenden selbst, warum die das gerne machen wollen. Häufig hat es natürlich einen Team-Event-Charakter, aber es hat eben auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun, dass man sich wirklich selber engagieren möchte. Dann haben wir die gemeinnützigen Organisationen, die eigene Ziele damit natürlich verfolgt und am Ende des Tages gibt es auch immer noch mal eine Zielgruppe, nämlich Kinder, die Umwelt oder wie auch immer, was dann das unmittelbare Ziel auch des gesellschaftlichen Engagements ist. Und dass man das einmal sehr klar hat, was sind eigentlich die Ziele bei diesen unterschiedlichen Zielgruppen und das halt sinnvoll zusammenbringen. Und dabei gibt es eben, ich will jetzt auch nicht alles durchgehen, unterschiedliche Parameter, die man sich angucken muss. Also soll es etwas sein, was langfristig läuft oder ist es eher ein One-Off? Ist es vielleicht einfach nur ein Event, was es halt gibt? Die Frage ist, wie viele möchte ich einbinden? Also sind es eher wenige, die ich gezielt einsetzen möchte an Mitarbeitenden oder soll es im Prinzip die gesamte Mitarbeiterschaft sein? Die Frage ist, wie viel von unserem Kernwissen möchte ich einbringen? Also, ist es sinnvoll und gewünscht, dass man mal was komplett Fachfremdes macht, dann ist es in Ordnung, wenn ich halt auch anstreiche. Oder wäre es vielleicht interessant, dass der Banker auch sein Wissen zum Finanzwesen einbringt. Dann sollte er vielleicht die Controlling-Aufgabe übernehmen bei einer gemeinnützigen Organisation, die da ein wenig struggelt. Also das sind alles Fragestellungen, die man sich stellen sollte, bevor man dann auf die Instrumente geht. Denn es gibt nämlich eine ganze Reihe von verschiedenen Instrumenten, wie man Corporate Volunteering machen kann. Hier mal so einige Sachen aufgezeichnet, auch wiederum in diesem Spannungsfeld, auch zwischen Langfristigkeit, Kurzfristigkeit etc. Also man kann beispielsweise sagen, okay, wir machen einen Corporate Volunteering Day. Da habe ich sehr, sehr viele Mitarbeitende dabei. Das ist etwas, was eher auch einen Team-Event-Charakter hat. Hier geht es um niederschwellige Geschichten, die man macht. Das sind häufig nicht sonderlich wirkungsvoll, in Anführungsstrichen, Projekte, sondern etwas, wo man einfach in Masse reingeht. Und quasi am anderen Ende des Spektrums gibt es das ganze Thema Pro Bono. Ich hatte es gerade schon mal skizziert. Pro Bono heißt also wirklich
kann es auch so anders ausdrücken, Skill-Based Volunteering. Das heißt also, ich nutze die Skills, ich nutze die Fähigkeiten von meinen Mitarbeitenden im gemeinnützigen Sektor. Und das ist etwas, ich habe ja eben ein Hohelied auf die deutsche Wirtschaft und unsere lange Tradition des gesellschaftlichen Engagements gesungen. Es gibt natürlich auch durchaus Sachen, die wir lernen können und sollten. Und gerade was dieses Thema anbelangt, muss man sagen, dass die USA uns da um Längen voraus sind, die verstanden haben, dass man dieses Thema Skill-Based Volunteering sehr strategisch einsetzen kann. Also viele der großen Unternehmen, gerade so in den Law Firms, aber auch in den Professional Service Firms insgesamt, haben eine feste Anzahl an Zeit determiniert für Skill-Based Volunteering. In der Regel sind das so 5%, die man sehr klar definiert hat, die man dann eben verspendet, in Anführungsstrichen, in den gemeinnützigen Sektor. Wir begleiten solche Sachen auch als Fineo an vielen Stellen, weil das ist im Prinzip wie ein Stellenmarkt, weil es gibt dann einen klaren Bedarf bei einer gemeinnützigen Organisation, die braucht jemand, der uns hilft beim Thema Finance oder beim Thema Marketing, beim Thema Digitalisierung. Also man hat ein sehr klares Profil, was man braucht, und das matcht man dann mit den Expertisen von einzelnen Personen, bringt die zusammen, und daraus werden dann richtige Projekte gestafft, die aber dann eben nicht bezahlt werden, aber der gleiche professionelle Anspruch ist, als ob ich dort auch auf einer Fee-Basis einen Klienten unterstütze. Und das ist hochspannend, weil man damit eben das eigene Wissen wirklich extrem gut leveragen kann. Diesen Unternehmen hilft es, aber vor allem auch den Non-Profits hilft es. Es ist aber auch für die Mitarbeitenden hochspannend, weil sie sehen, dass sie mit dem, was sie sonst im professionellen Kontext einsetzen, wirklich auch einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Es führt sehr häufig, wir haben das auch begleitet, sehr häufig zu einer ganz, ganz anderen Art der Identifikation mit dem Unternehmen an der Stelle. Und, das darf man nicht unterschätzen, und deswegen wird es interessanterweise sehr häufig mittlerweile aus den HR-Abteilungen mitgetrieben, man lernt dabei unglaublich viel, weil man auf einmal in einem anderen Kontext unterwegs ist. Man muss sich auf eine Zielgruppe einstellen, mit der man möglicherweise sonst nicht viel zu tun hat. Also die Soft Skills werden enorm damit unterstützt, wenn man hier auch tätig ist. Also insofern Corporate Volunteering und da nochmal das Thema Grad, Skill-Based Volunteering, Pro Bono-Arbeit ist etwas, was exakt, und ich hatte es eingangs gesagt, in dieses Feld reinpasst. Man hat einen gesellschaftlichen Mehrwert, man hat aber auch unmittelbare Unternehmensziele, die man erreichen kann. Also das vielleicht auch so ein bisschen mal als Impuls. Man kann auch neue Instrumente einführen. Ist ein bisschen aufwendiger, wenn man am Anfang das Setup macht, aber da kann wahnsinnig viel an Wirkung für beide Seiten rauskommen. Zu Fineo, ich gucke mal kurz auf die Uhr, sage ich jetzt nicht mehr so viel. Ich habe es eingangs schon gesagt, wir sind halt einfach ein Player, der aus einer eigenen Mission heraus versucht, gesellschaftliches Engagement zu unterstützen, weil ich eben fest davon überzeugt bin, wir sind fest davon überzeugt, dass wir die großen Themen der Welt angehen müssen und ich glaube auch können. Dafür brauchen wir aber auch mehr Engagement von Einzelpersonen, aber vor allen Dingen auch von Institutionen, von Stiftungen, von Unternehmen. Und da begleiten wir einfach an sehr vielen Stellen. Und vielleicht nur ein Blick auf das, was wir sonst haben. Also es ist nicht nur, dass wir unmittelbar und bilateral Player unterstützen. Wir haben fast alle DAX-Konzerne mittlerweile begleitet, viele mittelständische Unternehmen, sondern sehr, sehr viel, was wir auch als Wissen haben, geben wir kostenfrei heraus. Das ist unser Think-Tank-Arm. Insofern, wenn Sie einzelne Sachen, die ich jetzt mal so angerissen habe, was heißt Corporate Volunteering, was heißt Corporate Giving etc., wenn Sie da eintauchen wollen, auf unserer Website finden Sie sehr viele dieser Informationen auch kostenfrei, die Sie gerne runterladen können. Also insofern hoffe ich, dass ich Ihnen ein klein wenig Appetit gemacht habe, sich mit dem Thema Corporate Citizenship mehr zu beschäftigen, denn es zahlt wirklich auf die Gesellschaft, aber auch auf Unternehmenserfolg ein. Und insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus